Im Winter 1972-73 diente das Schloss Moritzburg als festliche Kulisse für den bekannten Kultmärchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«. Produzent des Märchens war die damalige DEFA in Koproduktion mit einem Prager Filmstudio. Niemand hätte in den damaligen 70er Jahren gedacht, dass dieser Film zu den beliebtesten deutschen Märchenfilmen avancieren würde und sogar den Begriff Kultstatus verdient. Ja, das ist sehr interessant, dass der Film lebt, denke ich, länger als ich. Meine Eltern ist. Ja, weil das damals sehr schön. Wir haben aber innen in dem Schloss gar keine Szene gedreht. Also alles war draußen, wie die Aschenbrödel kommt zum Ball und so weiter. Dann ist in Flucht und Prinz folgt sie und findet den Stiefel. Wolitschek erinnert sich, dass damals, 1972, in Moritzburg kein Schnee lag. Deshalb wurden die Aufnahmen in den böhmischen Teil der CSSR verlegt. Gedreht wurde dort mit einer 35mm Kamera vom Modell Ariflex, aufgesetzt auf ein Holzstativ. Für die Aufnahmen im Schnee wurde ein 2 Kilowatt starker Stufenlinsenscheinwerfer mit Blaufilter verwendet. Regisseur Wolitschek erinnert sich noch an die etwas ältere Technik von damals. Natürlich, das war reine Filmtechnik. Wir haben das drehen auf welchem Filmmaterial, aber denke ich, das war amerikanische Kodak. Na, und das war ganz unpraktisch. Wir müssen etwas aufdrehen, dann warten, wenn die Material aus Labor ankommen ist. Wo war damals Labor, ob fahrt ihr täglich Material in Prag in Labor, ob war das in DEFA, erinnere ich nicht mehr. Aber Technik ist jetzt ganz leicht, damals wiegt die Atelierkamera, hat Wiege über 60 Kilo. Jetzt kann Kamera in Tasche mitbringen. Hauptpersonen im Märchen waren natürlich der Prinz und das Aschenbrödel. Pavel Dravinčeks damalige Rolle als Prinz im Märchen begleitet ihn noch heute durchs Leben. Und dieser Film hat in ihm unvergessliche Spuren hinterlassen. Ich war damals noch in der Schule. Und das war eigentlich mein erster Film. Und ich konnte eigentlich nicht drehen, nicht spielen, aber ich war mit solchen exzellenten Leuten umgeben, dass ich einfach kein Problem damit hatte. Und das war eigentlich so die Basic-Sache für mich, der Grund. Und danach habe ich die Prinzen einfach normal gedreht. Also, das hat mich im Guten und im Schlechten für das ganze Leben beeinflusst. Ich glaube, dass die Kooperation zwischen DEFA und zwischen Barrandov Prag ist sehr gut gelungen, obwohl das am Anfang nicht so ausgesehen hat. Und das hat natürlich diese gute Kooperation hat dann die nächste Zukunft des Märchens so gut beeinflusst. Die zeitgemäßen Kleider zum Film wählte Regisseur Wolitschek aus. Es sollte im Renaissance-Zeitalter spielen, aber das Budget auch dafür war knapp bemessen. Ich habe sehr wenig Geld zur Realisation bekommen von tschechischer Seite. Nur wenn ich habe Vorstellung, dass alles wird in Renaissance-Zeit, dass die Kostüme werden in Renaissance und müssen wir das alles neu besorgen, keine alten Kostüme, oder alte Kostüme, aber neu gemacht von Herr Pischek. Das ist der Kostümbildner, welcher hat zum Beispiel für den Mozart-Film gemacht. DEFA hat von uns Angebot bekommen zur Koproduktion. Wir besorgen die Übersetzung des Drehbuchs und nach 2 oder 4 Tagen war Antwort zurück.
Na, und der sagt, ja, wir gehen mit, wir kennen eine Million DM, ehemalige DM, zu geben, das war eine Hälfte. Wir haben 3 Millionen Kronen und das war 6 Millionen zusammen und dann kann ich diesen Film in diesem Milieu und in dieser Dekoration und mit gutem Schauspiel gedrehen. Eine lohnende Investition, denn das Märchen fasziniert die Zuschauer bis heute Europa und weltweit. In der Tschechischen Republik wurde der Aschenbrödelstreifen erst kürzlich zum beliebtesten Film des 20. Jahrhunderts gewählt. Er wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, selbst in Amerika und in vielen arabischen Ländern gesendet. Auch für den König von damals und seine Familie ist der Märchenfilm bis heute unvergessen geblieben. Also ich schaue mir meine Arbeit immer an, was ich anderen Menschen zumute, muss ich mir doch auch selber zumuten. Was Aschenbrödel betrifft, ich habe doch 2 Kinder, 3 Kinder, jetzt 5 Kinder. Und immer zu Weihnachten muss ich den wieder angucken, den Film, klar. Wenn die Kinder Spaß dran haben, den Film zu gucken und der Opi, der Papi mitgucken muss, dann ist das eine große Freude. Und das hat man nicht sehr oft, dass die Menschen so einen Spaß dran haben an der Arbeit von einem, und ich muss ja sagen, ein Schauspieler ist ja immer nur ein kleines Rädchen im Ganzen, nicht? Aber hier hat es eben schön geklingelt. Es waren viele Menschen da, die gut gearbeitet haben, und der Trick war, ich glaube, der Winter, hä? Die Winteraufnahmen, die weißen Aufnahmen. Besuchen Sie die Ausstellung auf Schloss Moritzburg und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Kultmärchens 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.